Ja, hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Konz Marathomi. Heute am 30.05.2023, wieder mal von Unterstürmig. Da wird heute der TÜV vom Auto abgenommen. Da habe ich jetzt schön Zeit für eine etwas längere Tour. Da werde ich heute wohl den Schießberg mal wieder besteigen. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht und lasse mir dabei ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt so 1,5 bis 2 Stunden Zeit. Das blüht ja schön. Schön, wie hier die roten Rosen blühen. Ja, hier hat man einen wunderschönen Ausblick. Als im Mai zu wandern oder zu laufen. Ich laufe hier sogar ein bisschen momentan, aber ganz langsam im Walking Timber. Das macht schon Spaß. Ja, hier riecht es so schön nach Gras und Heu. Aber natürlich für mich als Asthmatiker und Allergiker nicht ganz so toll. Da fliegen jetzt ganz schön Pollen herum. Dieser Anhöhe und Bank werde ich jetzt eine kurze Rast einlegen, weil man hier so einen wunderschönen Ausblick hat. In alle Richtungen, hier Richtung Bamberg und dann Richtung Süden, Richtung Furchheim, Igolsheim. Also fast einen tollen Rundumblick und hier Blick auf den Schießberg, den ich nachher noch besteigen will. Jetzt geht's Richtung Wald. Jetzt habe ich den Waldrand erreicht und gleich komme ich zum Waldsee. Hört ihr die Frösche quaken? Das ist ja Wahnsinn. Ich dachte immer nur, das ist mehr so im Frühling und nicht schon Ende Mai und nicht erst Ende Mai, Anfang Juni. Vielleicht sind es auch irgendwelche Kröten oder sonst was, irgendwelche Spätzünder auf alle Fälle. Wahnsinn, oder? Also da auf den Seerosen ist Action. Ja, sie sind zwar ganz gut getarnt, aber wenn sie sich bewegen, sieht man sie schon ganz gut. Hier blühen schon die Wildrosen so schön. Ja, hier ist schon die Heuernte im Gang. Für mich als Allergiker nicht so gut. Da habe ich mich jetzt auch kurz hingesetzt, aber die war sehr warm. Mir fast den Hintern ein bisschen angebraten. Und jetzt geht es hier gleich links zum Gipfel hoch. Da wird es dann nochmal richtig steil. So, da muss ich dann noch hoch. Da wird sogar leicht alpin und richtig steil. Aber ich lasse mir Zeit. Früher wäre ich da locker leicht hochgejoggt. Das ist nun nicht mehr der Fall. Hier geht der Weg in den Bergtrail über. Ja, sind wir schon ein ganzes Stück hochgekommen. Da geht es jetzt noch ein Stück den Steilhang weiter hoch. Aber bald bin ich auf dem Gipfel oben. Ja, früher war hier mein Aussichtsturm. Das sind so die kläglichen Reste des Aussichtsturms. Ich war mal noch auf ihn oben, da hatte man einen tollen Ausblick. Aber das ist schon ein paar Jahrzehnte her. Ja, man wird nicht jünger. Und so manches vergeht. Das ist dann hier also auch sozusagen ein Lost Place. Hier noch so ein alter, verrottender Mülleimer. Jetzt geht es den Höhengrat entlang. Und gleich muss ich nochmal den Schießberg wiederholt als Gipfel einsammeln. Ja, jetzt bin ich auf den 422 Meter hohen Schießberg. Ja, mit Peak Hunter bin ich ihn jetzt zum achten Mal oben. Und ja, ich war da aber natürlich noch viel öfters, auch mit Pferden und so weiter oben. War ich bestimmt schon 20, 30 Mal hier oben. Und jetzt sind wir beim ehemaligen Burgstall des Schießberges. Also da muss auch mal eine kleine Burg oben gewesen sein. Viel ist nicht mehr übrig geblieben. Aber hier sieht man noch ein paar so Überbleibsel. Das markanteste Überbleibsel ist dieses Tor. Ja, dann haben wir hier sozusagen auch noch einen alten Lost Place.
Ja, dieses Tor oder was das mal war, das ist der markanteste Teil, das noch von dem Burgstall hier übrig geblieben ist. Als Burgruine kann man es eigentlich nicht mehr bezeichnen, eher nur noch als Burgstall. Aber ein bisschen was sieht man noch, also dieses Tor und noch etwas die Wallanlagen ringsum um das Tor herum. Ich denke, eine allzu große Burg war das wahrscheinlich nicht. Ja, hier fehlt der Reserve unter der Reserveoffizier Georg Staffer im Alter von gerade mal 19 Jahren. Am Ende des Zweiten Weltkriegs völlig sinnlos. Hier ein kleines Weghindernis. Jetzt wird es erstmal längere Zeit nur bergab gehen. Ja, das ist so ein schöner Single Trail, der hier am Höhengrat entlang geht. Das wäre auch der flache Aufstieg. Aber mir ist lieber steil hoch und nicht ganz so steil bergab. Und hier sprießen ein paar Baumpilze. Hier hat man einen wunderschönen Blick in Richtung Fränkische Alb. Die Berge dahin sind über 500 Meter hoch. War ich natürlich auch schon öfters oben. So, jetzt geht es diesen Weg rechts runter und dann nochmal rechts wieder zurück Richtung Unterstörmig. Das ist hier jetzt sozusagen der Wendepunkt der Tour. Ich hoffe, dass das Auto dann auch schon fertig ist. Aber ich denke, so eine halbe Stunde bin ich noch locker unterwegs. Ja, man sieht, die Berge sind ganz schön hoch da drüben. Also zu meiner Freude kann ich verkünden, das Auto ist durch den TÜV gekommen, gerade mal angerufen. Im Prinzip kann ich es schon holen, aber ich brauche noch ein Stück. Macht nichts, aber so brauche ich jetzt nicht noch einen extra Bogen laufen. Wobei jetzt ein extra Bogen natürlich nicht so schlimm gewesen wäre, weil es halt wunderschön ist. Aber das wäre natürlich mit zusätzlichen Kosten verbunden gewesen, wenn er jetzt noch was reparieren hätte müssen. Und so komme ich dann doch etwas preiswerter weg. Das freut mich natürlich. So, jetzt genießen wir mal aber weiterhin gemeinsam den Rückweg. Oh, das ist auch ein wunderschöner Platz. So richtig romantisch. Eine romantische Lichtung. Ja, hier sieht man nochmal schön den Schießberg, wo ich vorhin oben war. Ach, hier blüht es auch wieder so wunderschön. Schönes Fachwerkhaus. Ja, an dieser Stelle sage ich schon mal auf Wiedersehen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich über eure Kommentare. Fragen versuche ich immer zu beantworten. Und ganz besonders freue ich mich natürlich über jeden neuen Abonnenten. Da rufe ich ganz laut Juhu, Juhu, Juhu. Aber macht noch nicht was, vielleicht kommt noch ein Bass sehen. Hier etwas Wein und dahinter wieder rote Rosen.